Hast du dich jemals gefragt, wie es ist, auf dem Ozean verschollen zu sein? Diese Geschichten handeln von vier Kindern, die allein im Meer trieben. Schau, wie sie überlebt haben. Allein auf See, Terry Jo Dopperold. Am 13. November 1961 segelte Familie Dopperold mit ihrem Familienboot von den Bahamas zurück nach Fort Lauderdale. Die elfjährige Terry Jo genoss das Abenteuer. Ihre siebenjährige Schwester Renee und ihr 14-jähriger Bruder Brian waren auch dabei. Doch Terry Joes Welt brach in dieser Nacht zusammen. Ihr Vater Arthur war Augenarzt. Als ehemaliger Marineoffizier liebte er das Segeln und diese Reise war der Probelauf für eine geplante Weltumsegelung. Sie mieteten die Luxusjacht Bluebell. Arthur fragte seinen Freund Julian Harvey, der ebenfalls Veteran war, ob er ihm helfen würde, das Schiff zu steuern, was er sicherer fand. Er hatte im Zweiten Weltkrieg und als Luftwaffenpilot in Korea gedient. Und immerhin hatte er eine Medaille für besondere Verdienste bei der Air Force und den Eichenblatt-Cluster erhalten. Auch Harveys frisch angetraute sechste Frau Mary Dean reiste mit. Er war bekannt dafür, Frauen kennenzulernen, zu heiraten und dann wieder zu verlassen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Vor Jahren gab es einen Vorfall, als Harvey mit einer seiner Frauen und deren Mutter im Auto fuhr. Sie stürzten über eine Brücke und Harvey behauptete, er wäre herausgesprungen. Die Frauen ertranken. Als Umstehende einen Rettungsversuch starteten, sah Harvey nur zu. Nun zurück zur folgenden Katastrophe. Mary machte abends Hühnchen mit Salat für alle. Terry Jo war erschöpft und ging schon gegen 21 Uhr ins Bett. Die anderen blieben oben. In der Nacht weckte Terry Jo ein Geräusch. Sie wusste nicht, ob sie träumte. Ihr Bruder Brian schrie, »Hilfe, Papi!« Terry Jo erschrak. Warum schrie er so? Während sie zitterte, hörte sie Laufen und Stampfen über sich. Dann Stille. Im Bett lauschte sie mit ihren durch Angst geschärften Sinnen. Doch es blieb still und niemand kam zu ihr. Schließlich war sie mutig genug, nach oben zu schleichen. Dort sah sie eine große Blutlache und fürchtete sich. Wo waren alle? Dann sah sie die Leichen ihres Bruders und ihrer Mutter auf dem Boden. Terry Jo drehte sich um und rannte zurück. Sie schaute aus der Luke und schluchzte, als sie mehr Blut sah. Bevor sie weiter dachte, kam Harvey dazu. Er schob sie zurück und schrie, »Geh wieder runter!« Sie rannte zurück und überlegte, was sie tun sollte. Sie war atemlos. Panisch saß sie in ihrer Koje. Wasser floss in den Raum. Es roch nach Öl, schwappte heftig über den Boden und stieg schnell. Als das Wasser ihre Matratze erreichte, erschien Harvey mit einem Gewehr. Er sah sie an, drehte sich um und rannte hinauf. Sie kletterte auf das Deck. Die Wellen und ihre nassen Füße jagten ihr Schauer ein. Ihre Familie war tot und sie war allein mit einem Mörder. Die Mastlampe warf einen gelben Schein auf das Boot und Harvey stand neben dem Rettungsschlauchboot. »Sinkt das Boot?« rief sie. Harvey nickte und warf ihr die Schnur des Beibootes zu. Weil es dunkel war, konnte sie diese nicht fangen und sie fiel in die Wellen. Harvey sprang ins Meer und schwamm zum Beiboot. Terry Jo war allein. Sie war unsicher und gelähmt. Sie konnte doch nicht einfach regungslos verharren und warten zu ertrinken. Dann erinnerte sie sich an den Rettungsring und suchte ihn. Als sie ihn fand, versank das Schiff unter ihr. Sie nahm ihn und schob ihn ins offene Wasser, damit sie dem Sog der sinkenden Yacht entkam. Plötzlich spürte sie einen Ruck am Rettungsring. Sie tastete unter Wasser und merkte, dass sich die Schnur verheddert hatte. Terry Jo wurde hinuntergezogen und kämpfte um ihr Leben, während sie versuchte, ihn zu befreien. Da riss endlich die Schnur. Die nächsten 84 Stunden waren die schlimmsten für sie. Sie erlebte eisige Nachttemperaturen, heiße Mittagssonne und seelische Qualen, während sie auf dem Ozean trieb. Währenddessen sah sie die Bilder ihrer toten Familie vor sich und betete. Auf einmal schwammen Schweinswale um sie herum. Sie umkreisten Terry Jo stundenlang, sprangen aus dem Wasser und machten Geräusche. Nach 84 Stunden auf dem offenen Meer konnte sie kaum noch ihre Augen offen halten und wurde immer schwächer.
Dann sah sie ein Schiff und die Passagiere winkten und riefen. Sie wurde ohnmächtig und wachte erst wieder im Krankenhaus in Miami auf. Der zweite Offizier des Schiffes, Nicholas Bachidakis, entdeckte sie. Mit ihrem hellblonden Haar und ihrer blassen Haut war Terry Joe mit den Wellen verschmolzen und deshalb für Boote oder Flugzeuge schwer erkennbar. Glücklicherweise sah er sie während seines Wachdienstes. Was wurde aus Harvey? Nach einer Woche konnte Terry Joe den Beamten alles erzählen. Als Harvey das hörte, checkte er unter falschem Namen in ein Hotel ein und nahm sich im Badezimmer das Leben. Er hinterließ eine Notiz, in der er einen Freund bat, sich um seinen 13-jährigen Sohn zu kümmern. Außerdem wollte er eine Seebestattung. Harvey hatte seinem Freund erzählt, dass das Schiff bei einem Sturm untergegangen sei. Aus Panik sei er über Bord gesprungen und habe alles zurückgelassen. Der Küstenwache hatte er etwas anderes erzählt. Terry Joe erholte sich körperlich vollständig. Doch sie sprach 50 Jahre mit niemandem darüber. Mit psychologischer Hilfe verfasste sie das Buch Alone, Orphaned on the Ocean. Diese Erfahrung beeinflusste ihr ganzes Leben. Terry Joe wurde Wassermanagement-Spezialistin für die Abteilung für natürliche Ressourcen in Wisconsin. Terry Joe sagte ihren Lesern, »Was ich euch ans Herz legen möchte, gebt niemals auf. Habt Hoffnung und bleibt positiv. Seid vertrauensvoll und schwimmt mit dem Strom. Habt Mitgefühl, gebt den Notleidenden und seid liebevoll und freundlich. Was ihr gebt, kommt zu euch zurück.« Glaubst du, dass Terry Joe ihr Trauma überwinden konnte, nachdem sie den Mord an ihrer Familie mit ansah und allein auf dem Meer trieb? Ihre Tapferkeit und ihr Durchhaltevermögen sind bemerkenswert. Drei Jungen 50 Tage lang verschollen. Die Jungs in dieser Geschichte waren zwar nicht wegen eines Mordes auf See verschollen, aber der Grund ist relativ witzig. Außerdem überlebten sie erstaunlich lange. Doch vorher like und abonniere bitte unsere Videos. Nun zur Geschichte. Im Oktober 2010 fand auf einer abgelegenen Insel, dem Atafu Atoll, der Tokelau-Inselkette in der Nähe von Samoa, das jährliche Sportfest statt. Die Insel gehört zu Neuseeland, die Einwohner sind aber stolz auf ihr Erbe und die Kultur. Alle kommen bei dem Fest zusammen. Man trifft Freunde und Teenager können endlich Mädchen aus anderen Atollen treffen. Der 15-jährige Samuel Perez und Philo Philo sowie der 14-jährige Edward Nassau waren auch da. Philo Philo traf auf die 18-jährige Anita Lazona. Sie kam vom Atoll Fakaofo und fand Philo gut aussehend. Sie verbrachten die Woche zusammen, redeten und küssten sich. Elita Lapana, Anitas Freundin, war bereits mit Philo Philos Cousin Samuel zusammen. Zum Schluss versprachen die Jungs ihren Freundinnen, sie mit dem nächsten Boot zu besuchen. Diese hatten keine Ahnung, dass sie dies betrunken in einem Beiboot und auf so dumme Weise taten. Die Liebe vernebelt wohl die Sinne, denn spät nachts schnappten sie sich ihren Cousin Edward, sprangen in ein kleines Boot, nahmen Kokosnüsse und eine Flasche Wodka mit und segelten los. Wie die meisten Alkoholfahrten endete auch diese tragisch. Die Jungs verirrten sich. Was folgte, waren die schrecklichsten 50 Tage ihres Lebens. Wie wurden sie gefunden und wie überlebten sie? Wundersamerweise entdeckte die Besatzung eines Fischerbootes die Jungs und informierte den Kapitän. »Einer sah etwas direkt vor unserem Bug«, so Kapitän Ty Fredriksen. »Wir erkannten ein kleines, für den Ozean ungeeignetes Boot.« Das Boot befand sich 385 Kilometer nordöstlich der Fidschi-Inseln. Die Crew war schockiert, die drei Nackten zu sehen. Ihre Kleidung hatte sich durch Sonnenstrahlung und Salzwassergischt aufgelöst. Fredriksen nahm die Jungen an Bord der San Nikunau. »Man kann die Insel mit kleinen Booten erreichen, aber sie verloren die Orientierung und das war's«, sagte der Kapitän. »Die Jungen konnten sich mit Kokosnüssen zwei Tage lang mit Flüssigkeit versorgen«, sagte er. »Sie fingen Regenwasser mit einer Plane auf und benutzten sie als Unterschlupf.
Vor 2 Wochen aßen sie einen rohen Seevogel, erzählte er. Nach einem Monat erklärte man sie für tot. Es gab einen Gedächtnisgottesdienst mit 500 Menschen. Alle dachten, die Jungen wären gestorben. Doch sie erholten sich in einem Krankenhaus auf den Fidschi-Inseln. Fredriksen rief Pelesas Großmutter an und erzählte ihr von der Rettung ihrer 3 Enkelkinder. Sie war total hysterisch, es war unglaublich, erzählte er. Als sich Philo bei seiner Freundin Anita meldete, freute die sich wahnsinnig. Aber anstatt wieder eine Mitternachtsreise zu unternehmen, nutzten sie nun Facebook. Wir hoffen, dass dir die Geschichten gefallen haben. Wir freuen uns, in den Kommentaren von dir zu hören. Was würdest du tun, wenn du auf See verschollen wärst? Und würdest du überleben?